Okay, ich wollte sicher sein, dass uns niemand folgt und dieser Ort bietet den besten Ausblick dafür. Konntet ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnen? Manches lief nicht ganz wie geplant, aber im Großen und Ganzen sind wir uns einiges schlauer. Ich kann es gar nicht fassen. Das ist Luke aus der Zukunft. Oh Flora, da bist du ja. Ich hätte dich fast nicht mehr wiedererkannt. Bitte verzeih mir, das ist wirklich eine große Überraschung. Schön, dass du manche Dinge sich nie ändern. Du bist immer noch so schüchtern. Kannst du weiterlesen müssen, meine Nase? Das sagst gerade du. Soweit ich weiß, bist du doch die Schüchterne von uns. Aber ich bin froh, dich zu sehen. Offenbar geht es dir gut. Ja, Flora war eine der unverhofften Wendungen, die sich ergab. Inspektor Chelmy und Barton sind ebenfalls hier. Das überrascht mich nicht allzu sehr. Der Inspektor lebt nun mal für seine Arbeit. Du hast doch nicht etwa damit gerechnet, dass er uns hinterher folgt. Damit gerechnet? Nein, aber es schien mir eine definitive Möglichkeit. Lassen Sie uns besprechen, wie wir uns Zutritt zu Chinatown verschaffen sollen. Eines ist sicher, solange das Tor von dieser Rüpel bewacht wird, kommen wir nicht hinein. Und du hast sicher schon eine Idee, wie wir die beiden von dort weglocken können, richtig? Ja, die habe ich. Die Kerle stehen nicht den ganzen Tag dort, müsst ihr wissen. Sie stellen sich erst auf, wenn Layton es ihnen befiehlt. Anders gesagt, hat man in Zukunft dieses Ich einen guten Grund, dort Posten aufzustellen? Ja, ich muss zugeben, dass dies möglicherweise meine Schuld ist. Ich muss mich einmal zu oft in der Gegend gezeigt haben, so dass ich gewiss Verdacht erregt habe. Jedenfalls verlassen die Wachen nach wie vor ihren Posten, wenn es ihr Boss befiehlt. Ich verstehe, aber wie bringen wir mein Pendant aus der Zukunft dazu, sich abmarschieren zu lassen? Zu unserem Glück spricht Layton niemals persönlich mit seinen Straßenschlägern. Es ist ein Stellvertreter der Bostro, der die Laufburschen kommandiert. So ein Schweinefries. Sicher kennt ihr ihn noch. Bostro ist jeder widerliche Klopf, der im Casino die Befehle gab. Ja, ich kann mich an diesen Herrn nur zu gut erinnern. Wenn die Lumpen die Befehle Zieleine von Bostro bekommen, verschwinden sie. Also müssen wir bloß Bostros Gebrüll aufzeichnen und für die Wache abspielen. Scharf kombiniert, kleiner Luke. Und weißt du auch, wie wir das bewerkstelligen können? Vielleicht. Ich glaube, ihr habt da einen kleinen Freund, der sich perfekt für diese Aufgabe eignet. Na klar, Taubos. Taubos kann Bostros Stimme nachmachen. Das ist zumindest der Plan, aber wie soll Taubos Bostros Zieleine lernen? Ja, das könnte sich in der Tat als schwierige Unterfrage herausstellen. Nicht unbedingt. Zieleine ist was für Bostros Erkennungsspruch. Er sagt es öfter als Hallo. Ach du Scheiße. Ich habe den Mann eine ganze Weile beschattet. Er sagt den Spruch mindestens 10-mal am Tag. Passt ja zu ihm? Stimmt, und genau das ist unsere Eintrittskarte nach Chinatown. Wir sollten ihn sofort suchen. Ich möchte wetten, dass sich Bostro in der Nähe des Casinos aufhält. Er mag gefährlich sein, aber sich dorthin zurückzuwagen, aber uns... Es mag gefährlich sein, sich dorthin zurückzuwagen, aber uns bleibt kaum eine andere Möglichkeit. Kapitel 7. Okay. Komm bitte, wir müssen noch Kapitel 8 in diesem Part noch schaffen. Nein. Komm. Du weißt genau, es geht nicht. Chinatown. Ching chong ching. Chinatown. Okay. Ah, 49. 24 haben wir. Was? Haben wir 42? Guck mal, Koffer. Haben wir 42? 42 haben wir noch nicht. Aber wieso wurde es nicht an den geschickt? Ich weiß nicht. Oder doch, guck mal nochmal bitte. Nein, haben wir nicht. Dann haben wir nicht, ne? Wieso wurde es nicht geschickt? Wieso? Vielleicht ist es einfach verschwunden. Aber der meint ja, dass im Rätsel verschwinden nie, aber. Naja, man kann es ja auch. Sollen wir zur Biene? Ja, ich gehe jetzt extra zur Biene, um diese Rätsel hier zu lösen. Dass wir irgendwas mit, dass wir wenigstens irgendwas heute erreicht haben, so teilweise. Ja. Fürs Rätsel? Nein. Ding, 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 ding. Möp. Okay, komm, Biene. Wer bist du denn? Dürfte ich Sie höflichst bitten, aufzuhören, mich anzustarren? Das macht mich nervös. Entschuldigen Sie bitte, Sie wird nur etwas beunruhigt. Ah, nee. Nun ja, ich schlage mich den nächsten Weg wegen dieser Witzumgebung. Es bringt mir ja. 42? Ja! Wenn wir schon davon reden, ne? Ja. Oh, Scheiße. Das ist ein Layton Gramm. Um die Schlüssel zusammenzubauen, musst du die 5 kürzesten Teile aus Professor Layton zu lernen. In die Schlüsselform einfügen, kriegst du das hin. Teile lassen. Okay, das ist, glaube ich, einfacher. Diesmal ist es wirklich einfacher.
Ja, wir müssen das spiegeln. Hm? Haben wir einen Doch, lass haben wir. Spiegelt das. Ja. So, und dann so. Den Teil haben wir jetzt schon. Jetzt müssen wir den Teil... Ja. Okay, jetzt geht irgendwie zu gut voran. Ja, und das muss da oben hin. Nein. Nochmal nach links an. Links. Links drehen. Warte, drehen, ich drehen. Versuch's ja. Nein. Dreh. Ja, genau. Jetzt muss es rein. So. Ja, das geht irgendwie zu gut voran. Das Hut dreht zwar viel schwieriger. Mhm. So stimmt es. Ich bin sicher. Ich schaue mal, wo es da lag ich voll Gold richtig. Ja, freu dich an Keks. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht. Hippie, eigentlich kann ich mich beruhigt den Kissen kuscheln und schlafen finden. Vielen Dank für Ihre Mühe. Nicht der Rede wert. Was wäre denn für ein Gentleman, wenn ich die Ehre nicht geholfen hätte? Ich bekomme nichts? Hey, da rein, oder? Ach, oder ist die Biene da drin? Nein, ich bin mal... Da staunt ihr. Und wirklich, ich sehe mich in Frankfurt, wenn ihr Lieben. Geht mal da rein. Vielleicht haben die auch noch Rätsel für mich. Nee, wieso? Wir haben noch alles. Der Rest wurde ja schon abgeschickt. Ja, stimmt. Aber es gibt noch ein Rätsel mit dem Bauarbeiter. Ja, das kommt bestimmt später. Man kann auch jetzt schon gehen. Ja? Okay. Okay, ich hab mich gehört. Okay. Auf zur Biene. Was fehlt jetzt uns nur? Bitte rede nicht. Glaub. Ja, halt die Fresse. Okay, los geht's. Ich dachte, wir haben 24. Oh. Oh. Das sieht ein bisschen schwierig aus. Gehe okay. Von links oben gelegene Startfeld aus schrittweise senkrecht oder waagerecht bis du zum Ziel rechts unten. Aber Obdach, du darfst nicht in die Richtung gehen, die auf den einzelnen Feldern mit Pfeilen angezeigt werden. Außerdem darfst du über keines der Felder zweimal gehen. Schaffst das bis zum Ziel, fahre parkier alle Felder auf dem. Du weißt, diesmal mit diesem Feld verbinden. Man darf nicht in die Richtung, wo die Pfeile, ne? Achso. Hey, musst du das auch markieren? Okay. Was machst du da? Ich weiß nicht. Man darf nicht in die Richtung, wo die Pfeile sind. Hä? Steht da, du darfst nicht in die Richtung gehen, die auf den einzelnen Feldern mit Pfeilen angezeigt werden. Wie jetzt? Also einfach... Du darfst nicht in die Richtung gehen... Mach du das, ich kapier's nicht. Du darfst nicht in die Richtung gehen, die auf den einzelnen Feldern mit Pfeilen angezeigt werden. Also ich darf jetzt nicht nach links und nach rechts, nach oben. Mach einfach. Da gehe ich zum Beispiel hier hin. Oder lies mal, du darfst nicht in die Richtung gehen, die auf den einzelnen Feldern mit Pfeilen angezeigt werden, oder? Also ich darf dich nach oben machen, oder? Ach so, ja stimmt. Da ist das, ich darf hier da lang, da darf ich hin, da darf ich hin. Ja, du darfst nach unten. Da darf ich hin, da darf ich hin, da darf ich hin, aber hier weiß ich nicht. Nein, da darfst du ja nicht, guck mal, da steht ja, nach links zeigen darfst du nicht. Wie jetzt? Du darfst nicht in die Richtung gehen, auf den einzelnen Feldern mit Pfeilen angezeigt werden. Wieso, wenn ich dahin gehe, da gehe ich ja nicht nach da, ich gehe nach da. Ach so. Aber ich gehe dann nach da, aber wegen diesem Pfeil hier, das verwirrt mich. Hm. Da bin ich mir unsicher. Vielleicht muss ich erst da hin, dann da hin. Dann da hin. Ich glaube, dieses Rätsel braucht mir ein paar Tipps. Ich check es nicht. Nee, da darf ich nicht. Checkst du es? Ich check es nicht. Also ich check schon, wie das ist, aber die Lösung, auf die Lösung komme ich hundertprozentig nicht. Kacke. Hä, wie habe ich das denn gehabt? Kacke. Du bist gerade hattest? Ja. Kann ich sagen. Nein, ganz am Anfang, ne? Kann ich sagen. So? Ja, so. Dann rechts, dann unten hast du gemacht. Das geht doch gar nicht. Du hast es aber so gemacht. Echt? Ja.
Aber ich gehe den anderen Weg. Guck mal hier. Von da geht's nicht, von hier. Ich muss auf jeden Fall hier von da kommen. Ich darf nicht von oben kommen. Ich darf auch von hier kommen. Wie sieht das aus, ob du keinen Plan hättest? Doch, ich hab das. Ja, okay, ich nehm's zurück. Ah, okay. Oh, hier kriegt man die letzten Dinger, ne? Ja, glaub schon, ja, müsste man. Der will in den Block. Bitte schiebe. Das ist auch einfach. Okay. Hinter den wunderlichen geformten Blöcken soll sich eine ebenso wunderbare Botschaft verbergen. Dazu muss man einen der Blöcke A bis D an der mit dem markierten Stelle einsetzen. Aber welchen? Doch, wie jetzt? Nachricht? Mhm. Spielen die mit einem Flummi? Was für ein Flummi? Draußen. Glaub schon. Hinter diesen Blöcken sind. Was ist das da? Das soll ein A sein, glaub ich. Ach so, das hier. Weil? Layton. Ja, das sieht vielversprechend aus. Was? Ich zeig dir gleich. Okay. Das hätten wir. Layton. Cool. Ich weiß. Ich kann's halt. Haben wir jetzt alles dafür? Es fehlt uns nur jemand. Guck mal, Album. Ach so, ja, stimmt. Album. Ne, wir. Uns fehlt noch jemand, um das hier zu verstehen. Wo kriegen wir diesen kleinen Haben Wichser? Wir alle Rätsel? Jetzt von. Ich kann ja 1 bis 50? Gucken wir mal. Rätselindex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. 23, 24, 25 fehlt. Ah. Aber wo ist 25 dann? Wieso kommt das nicht? Ich weiß es nicht. Komisch. Ja, wieso viel übersehen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kommt eh in die Bibliothek dann. Das müsste schon längst in der Bibliothek sein, wenn man so bedenkt. Aber guck mal, hier 24 kam auch erst jetzt, guck. Stimmt. Ja, Chinatown. Vielleicht die Fette, vielleicht hat das die jetzt die Fette. Nein. Oh, deinen Kurs kannst du sonst wohin schieben. Ekliges Mischstück. Fett und eklig. Ich mach noch ein Part. Machst noch ein Part dazu? Ich glaub schon. Mein Interesse ist entwickelt. Bostro. Schau da, das ist Bostro. Ja, diesen geschmacklosen Anzug erkennt man schon von Weitem. Schnell, versteckt euch. Du sollst Wache stehen, du Clown. Hör auf, hier rumzualbern. Ich albere nicht um Bostro, ich wollte nur... Verziehen. Ach, das Einzige, was ich hier hasse als Gammler, sind Gammler mit faulen Ausreden. Aber... nichts aber wegen... Okay, ich sag dir was, du bist fertig hier. Du Clown braucht... der Clown braucht keine Kasperlich. Zieh Leine. Verbindest du das jetzt mit davor, oder? Nein, ach ja. Das ist ein neuer Part, der letzte Part war 26 Minuten lang. Okay. Komm schon, Bostro, schmeiß mich nicht raus. Was soll ich denn? Wo soll ich denn hin? Da haben sie es gehört. Ja, dieses Ziellein fährt einem geradezu durch Mark und Bein.
Könnte Taubus den Spruch aufschnappen? Fangen wir doch einfach mal nach. Hör, hast du gehört, was der Riese dort gesagt hat, Taubus? Rechts. Zieh Leine! Unglaublich, es hört sich genauso an. Wie passt die Stimme an? Die Täuschung ist perfekt, dass wir die Wachmänner hinter das Licht führen. Auf nach Scheine, Taub. Ja, so schnell geht es. Warte mal, ich glaube, ihr könnt es ins Casino schon. Im Casino gab es auch schon ein paar Rätsel. Geschlossen. Leck mich. Was kommt jetzt? Luke, sag mal, kennst du dieses Denkmal, oder? Du kennst doch dieses Denkmal. Ach ja, du meinst, dass das mit dem Poster so ähnlich sieht? Sicher kenne ich es. Es hat mich zum Nachdenken über die Zukunft gebracht. Und da fiel mir auf, dass du noch eigentlich schon weißt, wie unser Abenteuer endet, nicht wahr? Denn du bist ja ich, also hast du diese ganze Sache bereits vor 10 Jahren selbst erlebt, oder? Nun, in gewissem Sinne ist das richtig. Trotzdem kann ich leider nicht voraussagen, wie die Ereignisse verlaufen werden. Luke, wenn du die Zukunft kennen würdest, würde das den Verlauf der Dinge völlig ändern. Ereignisse, die passieren sollten, würden die letzten Endes gar nicht so eintreten. Okay, tut mir leid, mein Vater ist reingekommen. Zieh keine nur Leine. Dicke Chicken Wings. Ja, ich esse keine Chicken Wings mehr. Ja. Sieh dir nur an, was alle Zeitreisen bisher angerichtet hat. Es beherrscht totales Chaos. Sie sollen doch nicht noch mehr durcheinander verursachen. Findest du das nicht auch? So habe ich darüber noch nie nachgedacht. Wenn du mehr über die Zukunft dieses Ich wüsstest, könnte dies ändern, wer du letztendlich wirst. Und es noch komplizierter zu machen. Im Grunde bist du gar nicht ich. Bin ich nicht? Wer bin ich dann? Das ist eine gute Frage. Philosophie. Unsere Begegnung hat einen großen Einfluss auf unser beider selbst. Nur die Vergangenheit ist gewiss. Du bist mein vergangenes Ich, aber ich bin nicht zwangsläufig der du einmal wirst. Verstehst du? Ich glaube schon. Puh, Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Ja. Er hat ein Rätsel. Nein, er hat kein Rätsel. Summa cum Claudus. Ja. Er hat auch so eine komische Zähne. Bestimmt ist er mit dieser komischen Frau verwandt. Yeah. Mitte 24. Oh, die Layman. Wenn du 25. Ja, 25. Mann. 60. Ja. Rüber. Okay. 4 Geschwister haben ein Stück Land gehabt, auf dem sich jeder bereits ein Häuslein gebaut hat. Der Rest des Grundstücks sollen in gleich geformte Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden. Jedes Teilstück soll an den Brunnen gegrenzen und eines der Häuser behalten. Wenn du das Land so aufteilst, auf wessen Stück liegt da? Kaisers Haus. Okay. Wie können die 6 Felder? 6 Quadrate. Was? Sollten gleich geformte Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden? Mhm. Also jeder von denen hat 6. Ja. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich würde sagen, D, einfach spontan. Es ist irgendwie schon merkwürdig, dass er so weit außen ist. Warte mal, das ist schon merkwürdig. Geht das halt so an den Brunnen, kannst du eines der Häuser beinhalten? Wie meine ich das denn? Zum Beispiel A hat 6 Felder oder was? Ich glaube schon, so würde ich das auch so interpretieren. Jeder bereits ein Haus gebaut, der Rest ist genug so ein gleichgeformte Stücke. Gleichgeformte. Wie soll das gehen? Video, wie ich niese, wenn ich rummache und alles. Sagen wir, A hat das. Ach, das muss alles an den Brunnen grenzen, ne? Mhm. Und das Haus beinhalten. Ja. Das Haus an sich zählt aber nicht als Quadrat, ne? Wenn mal. Okay, stimmt schon. Wenn mal spontan D sagen, guck mal, das ist doch irgendwie schon auffällig, dass es so weit außen ist, oder? Können wir D einfach mal ausprobieren? Das ist bestimmt nicht. Wieso? Genau das soll es ja verwirren. Ah. Ich sag B oder so. Heißt das, Also wer ist am nächsten davon? Nee. Auf wessen Stück liegt dann der Stern? Ja, auf D, guck mal.
Oder ist es echt so offensichtlich? Ja, D ist es dann. Guck mal, 6 Felder. 1. Ja, das zählt nicht. Ach so. Die müssen alle gleich geformt sein. So, ja, das stimmt doch. So. Guck mal, warte. So machst du das. Warte, ich will mal was sehen. Okay, sein Feld besteht jetzt zum Beispiel aus das hier. 6, ohne sein Haus. Echt jetzt? Wo steht das? Jeder Ball sein, der Rest des Gehirns soll in gleich geformten Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden. Okay. Okay, machen wir es mal so. Und so. Hm. Der hier hat dann. Dieses Stück hier. Wer? A. Die müssen gleich geformt sein. Wieso was hinbekommen? Deswegen. Hey, wie soll man das hinbekommen? Die sind doch alle so nah. Deswegen ja. Behindertes Rätsel. Können wir jetzt soll ich einfach mal raten? Wie viele Punkte gibt es dafür? Oh, 40. Du hast B gesagt, oder? Komm, wir probieren mal. Warte, nein, B oder C, warte. Ja, machen wir. Mal sehen, ob das stimmt. Okay, B ist falsch. Oh, das ist doch Ziel, oder was steht da? Ja, stimmt, vor allem im Endeffekt ist es wirklich. Beharrlichkeit ist eine Tugend. Aber Gummeln bringt dich auch hier nicht weiter. Versuch's nochmal. Dann macht C. Aber mal das. Wenn es echt D ist, dann ist es voll beschissen. Ich gucke, D ist einfach. Ich gucke einfach D. Bitte sei C. Ja, das sieht vielversprechend aus. Nein! Ich will mal einfach D versuchen. Habe ich etwas übersehen? Ich lach dich aus, wenn es wirklich D war, okay? Ja, nein! Okay, es ist D. Das, was was die geschrieben haben, soll das Offensichtliche sein, oder? Ja, das sieht vielversprechend aus. Okay, keine Bonus muss ich sagen. Beharrlichkeit ist eine Tugend. Ey, wie kann das sein? Bei jedem Rätsel, wo wir versagen, ne? Und raten, ne? Haben wir ausgerechnet das letzte immer. Ja, nicht. Ist immer so. Okay. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ich weiß nicht, wie das auf 6 Felder alles aufgeteilt hat. Ich glaube, mit den Häusern. Das hätten wir. Ohne. Doch mit. Aber die haben doch nicht alle die gleiche Form. Doch. Zin. Wo ist von B das Stück? Wo ist von B das Stück? Das da. Ach so, und vom C? Was ist das, das da? Und vom D? Ah, das D. Das ist ein cooler Kopf, ja. Ein cooler Kopf. Ein cooler Kopf. Sagt der Lame Man. Der hat auch einen Witzel. Mann, mir ist so langweilig. Immer das gleiche, stimmt's? Wundert sich das? Das Leben ist nicht gerade ein Zuckerschlecken und mit niemandem kann ich darüber reden. Naja, sich zu langweilen ist wohl besser als traurig zu sein, oder? Kann sein. Hören Sie, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, stehe ich gerne zur Verfügung. Sehr aufmerksam, außer dir wird bestimmt ein Ja. Wieso ist es nicht? Weil es langweilig ist, ich hab keinen Bock. Und das irritiert mich sowieso, diese zwei Boden hier. Ja, okay. Das hat ja eh nichts Wichtiges zu bedenken. Ja, ist nicht story-relevant. Tunnelbau! Jack. Ach so, ich weiß noch, dass ich das irgendwie schon einigermaßen hingeschafft habe. Okay. Lesen. Ach so, okay. Du sollst einen Tunnel bauen, der vom Eingang über jedes einzelne Feld zum Ausgang fährt. Jedes? Ja. Über einen Tunnel. Ja. Ach so, okay. Was sind die grün? Berühre ein Tunnelteil, um es zwischen Garten und Gebogen zu unterscheiden. Berühre es ist. Weiß nicht irgendwie so. Ah, doch. Ich wusste es doch. So. Ach, die grünen Kammern, achso, sind schon fest eingebaut. Ja, die grünen Teile sind fest und bereits eingebaut und können nicht mehr verwendet werden. Ja. Okay. Was? Wieso? Das ist simpel. Zu simpel, wenn es so ist? Ja. So. Guck mal, wenn man so bedenkt, das ist so das simple Rätsel. Ach so, ich hab's ein bisschen verwechselt. Wie komme ich jetzt auf diese? Ja, es dreht sich im Moment voll komisch, ne? Ja. Was machst du das, ne? Ja. Und dann drehen.
Würde ich ja gerne. So, dann drehen. An den Ecken. Ja, genau. Stimmt, ja. So ein einfaches Rätsel. So. Drehen. An den Ecken, an den Ecken. An den Ecken umzudrehen. Also. Dann geradeaus, ne? Müsste nicht. Man muss ja jedes einzelne Feld mal hier. Ja, deswegen ja. Geradeaus. Dann so, dann so, dann so. Oder so. Okay. Jedes einzelne Feld meint er ja, also. Ja. Okay. Ist ja eh kein. So, dann noch hier. Ja, das geht auch. Hä? Ja, genau. So, die Knöpfe nervt immer. Dann so. So. So ein einfaches Rätsel, oder kann man das als Rätsel bezeichnen? Nein, einfach, da steht viel Glück, also testen einfach. Ich glaube, es sind mehrere Wege, Antwort. Oder? Sehen wir mal, vielleicht steht ja, dass da mehrere Wege sind. Ich wusste es! Ja, das ist schön für dich. Das war ganz schön anstrengend, oder? Also, das war sarkastisch gemeint. Du bist echt ein schlaues. Ja, man muss nicht schlau dafür sein, man muss nur. Ja! Endlich haben wir den letzten. Bilderbuchzeit, Leute, Bilderbuch. Sucht. Jetzt fehlt uns nur der Papagei. Okay, jetzt müssen wir die Story zu einer richtigen Geschichte machen. Weil das Signal ist so, so. Ein jemand. Okay, Aufkleber. Der Junge muss hier rein. ein Getränk. Das war das hier. Das war, ja, genau. Etwas Weißes. Ja, entsprechend, aber es tut mir schrecklich leid, dass irgendwas. Irgendwas ist falsch, sonst wird das schon so fertig sein, ne? Stimmt. Da hörte der böse Onkel am Fenster und rief mit der lauten Stimme: Bitte, ich kann den Kaffee doch nicht einfach nur pur trinken, wenigstens ein kleines bisschen Tropfen. Milch. Milch. Milch und Tee tauschen. So. Nee, nee. Doch. Ja, so. Auch der Reisende meldet sich aus der Ecke sofort nach englischer Sitte, hört ein. Ja. Gehört einen in einen Kakao immer auch Milch. Warte, ein Reisender sagt ein. Sagt dir nicht. Okay, das ist umgekehrt. So. Auch der Junge meldet sich aus der Ecke zu Wort. Ja, in der Brille, ne? Ja. Weiter? Warte mal. So. So ein Kakao mit Tee? In einen Kakao gehört. Milch? Ach ja, Milch. Ein Kakao? Ja, das passt doch, der kleine Junge mit Kakao. Immer auch Milch. Und schließlich stimmt auch der Reisende auf der Theke mit ein. Ah, ich hätte sogar einen Tee getrunken. Dabei beschlug ich die Birke. Okay. Ich hätte doch gesagt, dass ich einkaufen gehen, weil uns die Milch ausgegangen ist. Das passt auch eigentlich, ne? Ja, irgendwas ist falsch. Der böse Onkel. Mit einem Pilz vielleicht? Ich weiß noch, dass ich dieses Rätsel schnell gelöst habe. Kaffee. Kaffee und diese weiße Tasse tauschen. Kaffee und weiße Tasse? Genau, nicht das. Also. Ne, die grüne, genau. Kaffee und? Tee tauschen. Kaffee war zu. Nur das. Okay. Digga, komm da raus. So. Ja, würde auch Sinn ergeben. Deswegen wegen der heißen Luft des Tees. Oh, scheiße, denn. Für meinen zweiten Kunden wollte ich ebenfalls zubereiten. Doch, da fühle ich mich der Schreck in den Knochen. Oh nein, dachte ich. Die Milch ist hier alle. Ja, das passt auch. Schick dich eben den Kunden einen Tee zu machen. Tee passt nicht. Kaffee auch nicht. Wie umgekehrt? Wie haben wir die Person getauscht? Nein, ne? Der Kakao ist richtig, von dem Satzbau her. Ja, und wegen dem Jungen.
Da flog die Tür erneut auf und ich konnte sogleich hören, wie der Regen draußen auf Sensor. Juhu, da hatte der Wetterbericht aber recht. Wie hast du Kitter? Mach ganz nach vorne einfach. Nach vorne. Ich guck mal einfach. Hier, Anorak und Pilz getauscht? Vertauscht? Pilz? Stimmt. Ich hätte einfach einen Pilz vergessen. Nein. Kann man nur so vergessen. Und ich weiß noch nicht mal, wo die Oma hingekommen ist. Also hätte ich bloß nachgefragt. Vielleicht haben wir Tee und Kaffee wieder. Jetzt. Vertauscht. Den Reisen, der sofort seinen gewohnten Platz an der Theke einnahm. Karambam, ich bin wieder. Karamba, ich bin müde, aber es hat sich gelohnt. Luke? Ja, das ist der Reisende, guck mal. Ja, weil er die Sprachen kann. Ja. Also. Hallo. Okay, Pilz ist. Okay, Karamba. Wie kann man sich noch so dumm anstellen? Pilz ist aber richtig? Ja, Pilz muss sein. Ja, okay. Dann Kaffee und Dings da wieder tauschen, vielleicht. Die Getränke stimmen vielleicht nicht. Was ich trinken möchte, eine Kaffee. Ich sprach der Reisende und legte den Pilz auf die Theke. Ein paar Stück. Ja. Ein gutes paar Stück. Aber es tut mir schrecklich leid. Den Kaffee kann ich Ihnen gerade nicht servieren. Die Milch ist. Kakao. Okay. Aber der Junge trinkt doch keinen Kaffee. Will ich Tee dann tauschen? Mal sehen. Okay, weißt du, was soll ich tauschen? Kakao raus. So. Der war dein Kakao. Okay, warte, machen wir weiter erstmal. Der Anfang stimmt doch nicht. Da. Na, das ist richtig. Das da, nein. Der hört der besorgt und mit raus. Bitte, ich kann den Tee doch nicht einfach pur trinken. Ja, Tee einfach. Und Kaffee tauschen, genau. Tee und Kaffee? Ja. Tee und Kaffee. Genau. Ja. Endlich. Darauf haben wir gewartet. Kaffee Sonnenschein. Oh. Irgendwo weit von der Stadt steht das kleine Café der lieben Oma, in dem ich arbeite. Eines Tages stand die liebe Oma lächelnd in der Tür und sprach: Liebes Kind, ich gehe schnell einige Besorgungen machen. Du kümmerst dich so lange um den Laden. Doch oh Schreck, gerade als die liebe Oma durch die Tür verschwunden war, sah ich auf der Theke einen Anorak liegen. Wie kann man nur so vergesslich sein? Und ich weiß noch nicht mal, wo die liebe Oma hingegangen ist. Oh, ich hätte doch bloß nachgefragt. Da trat da ein böser Onkel ins Café, mein erster Kunde. Boah, welch furchtbares Wetter. Mach mir einen Kaffee, ja? Und schön heiß, wenn ich bitten darf, sprach der Kunde und setzte sich gleich ans Fenster. Und da sah ich es selbst. Draußen regnete es in Strömen und oh jemine. Da flog die Tür erneut auf und ich konnte sogleich hören, wie der Regen draußen aufs Fenster platschte. Hui. Da hatte der Wetterbericht aber recht. Mir ist so bitterkalt. Ich hätte gerne einen Tee, sprach der Junge und nahm einen Tisch ganz hinten an der Ecke Platz. Da die Oma nicht da war, schickte ich mich an, den Kunden einen Kaffee zu machen. Und einen Tee für meinen zweiten Kunden wollte ich ebenfalls zubereiten. Doch da fuhr mir der Schreck in die Knochen. Oh nein, dachte ich. Die Milch ist alle. Richtig dramatisch. Da hörte ich die Tür zum dritten Mal aufgehen und jemand trat herein. So ein Glück, dachte ich. Das ist bestimmt die liebe Oma. Ich wandte mich um und erblickte unseren Stammkunden, den Reisenden, der sofort seinen gewohnten Platz an der Theke einnahm. Karamba, bin ich müde, aber es hat sich gelohnt. Look, was ich gefunden habe, einen Pilz. Quelle for Dona. Comet, was habe ich trinken möchte? Ein Kakao. Silis for Pe. Hattest du nicht Französisch gehört? Aber nein, das war der 10. Mann. De comment und s'il vous plaît. Egal, sprach der Reisende und legte den Pilz auf die Theke. Ein paar Stück. Sag du das mal, ich kann das nicht. Was hast du da vorhin gesagt? Keine Ahnung, irgendwas zählst du vor irgendwie. No es verdad, heißt das? Also no es verdad? Das ist Spanisch, das weiß ich nicht. No es verdad. Ja, ein paar Stück, aber es tut mir schrecklich leid, der Kakao kann ich Ihnen gerade nicht erwiesen, die Milch ist ja alle. Da hört sich der böse Onkel am Fenster und rief mir laut durch, bitte, ich kann den Kaffee doch nicht einfach nur pur trinken, beruhig dich, Mann! Wenigstens ein kleines Tröpfchen Milch hätte ich schon gerne, sonst kriege ich die Brühe niemals runter. Auch der Junge meldet sich aus der Ecke zu Wort. Nach englischer Sitte gehört in einen Tee immer auch Milch. Und schließlich stimmte auch noch der Reisende an der Theke mit. Beruhig dich, Mann! So witzig.
Ja, ich hätte doch so gerne einen Kakao getrunken. Dabei bestug die dicke Brille des Reisenden den Zorn. Just in diesem Moment ging die Tür erneut auf und die liebe Oma betrat das Café. Du liebe Zeit, so viele Kunden. Ja, so viele Kunden. Schön, dass ihr euch alle hier in Trocknen geritten konntet. Ach, welches Glück. Noch nie war ich so froh gewesen, den Spitzenhut der lieben Oma zu sehen. Der mich ist alle, schluchzte ich, und ich habe wirklich überall danach gesucht. Das macht die liebe Oma große Augen und sprach: Aber was sagst du denn da, Liebes? Ich hätte dich doch gesagt, dass ich einkaufen gehen muss, weil uns die Milch ausgegangen ist. Obwohl die gute Oma fast außer sich war, bereitete sie sich ins Windeseile an alle Kunden Getränken und sogar noch eine leckere Pilzpastete zu, sodass bald wieder beste Stimmung in unserem Café, kleinen Café herrschte. Na, möchtest du nicht auch mal ein Gast hier sein in all unseren kleinen... Ja, ja. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. Sie muss so blöd. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Was?